Es war eine milde Herbstnacht in Bremen. Der 15-jährige Martin Bialystok schlief tief. Plötzlich wurden die Ladenfenster unterhalb der Wohnung eingeschlagen. Er hörte Leute rufen und plündern und an ihre Türe schlagen. Martin und seine 9-jährige Schwester Miriam versteckten sich im Wohnzimmer. Seine Mutter saß schweigend da und dann drehte sie sich um und sagte, ihr werdet sehen, sie werden uns umbringen. Es war der 9. November 1938. Heute, vor 82 Jahren, wurden mehrere hundert deutsche Juden ermordet. Viele mehr wurden verhaftet und in Konzentrationslager geschickt. Synagogen, religiöse Stätten überall in Deutschland wurden niedergebrannt, Friedhöfe durch Vandalismus zerstört, Läden und Wohnungen geplündert und dann angezündet. Die Täter waren Menschen, sie waren Deutsche. Und die Opfer waren Menschen, sie waren Deutsche. Gerd Löwenthal, ein anderer Augenzeuge, sagt, das waren Leute genau wie ihre Nachbarn, abgesehen davon, dass sie den damals noch unsichtbaren Davidstern trugen. Präsident Rivlin, meine Damen und Herren, die Pogrome im November waren nicht der Beginn der Verfolgung der deutschen Juden. Sie waren ein widerlicher Ausbruch der Gewalt nach vielen Jahren der Diskriminierung, Belästigung und Feindseligkeit. Sie waren der Vorbote für die unaussprechlichen Verbrechen der Shoah, die von meinen Landsleuten einige Jahre später begangen wurden. Und sie sind eine ernste Warnung für uns heute. Ich freue mich, dass jüdisches Leben heute wieder in Deutschland blüht. Aber ich schäme mich, dass die Juden in Deutschland sich nicht sicher fühlen, wenn sie auf der Straße eine Kippa tragen. Ich schäme mich, dass jüdische Andachtsorte geschützt werden müssen. Und ich schäme mich, dass nur eine schwere Holztür den Angriff auf die Synagoge in Halle am Yom Kippur im letzten Jahr vereitelte. Wir dürfen nicht aufhören, unsere Realität zu beschreiben, so schmerzlich sie auch ist. Wir müssen handeln und ich bin dankbar, dass staatliche Stellen überall in Deutschland ihre Verantwortung übernehmen, indem sie den Polizeischutz der Synagogen verstärken und gegen antisemitische Handlungen mit der ganzen Kraft des Gesetzes vorgehen. Aus diesem Grunde spreche ich auch heute Abend zu Ihnen. Ich möchte das Versprechen erneuern, was ich Ihnen in Yad Vashem gab. Wir bekämpfen den Antisemitismus, wir schützen jüdisches Leben und wir stehen an der Seite von Israel. Ich fühle mich demütig angesichts der engen freundschaftlichen Bande, die sich zwischen unseren beiden Ländern in den letzten Jahren entwickelt haben. Und ich bin stolz darauf, Präsident Rivlin einen Freund zu nennen. Vielen Dank, lieber Ruby, für dein Vertrauen und die Einladung, an der Zeremonie heute Abend teilzunehmen. Meine Damen und Herren, das Wunder der gemeinsamen deutschen israelischen Freundschaft wird auch weiterhin blühen, wenn wir beieinander stehen, während wir uns erinnern an die Lehren der Vergangenheit. Die Erinnerung birgt die Saat der Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Ja, wir können finden, selbst wenn wir uns erinnern an die dunklen Nächte und Tage des November 1938. Toda Rabah.